Sie sind Ihr Außenseiter, gewinnt Königsetappe 14. Juni 2018, 19.34 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Søren Krak Andersen fährt für das deutsche Team Sunweb. Urheberrecht Getty Image. Søren Krak Andersen ist auf der schweren 6. Etappe mit drei schweren Anstiegen nicht zu schlagen. Ein Australier baut die Gesamtführung aus. Der dänische Radprofi Søren Krak Andersen hat überraschend die Königsetappe der 82. Tour de Suisse gewonnen. Der 23-Jährige vom deutschen Team Sunweb fuhr im Schlussanstieg der 6. Etappe von Fisch nach Gommeswald über 186 Kilometer in 4 Uhr 59 Stunden vor dem Australier Nathan Haas Katusha Alpecin, 10 Sekunden, und dem Spanier Gorka Izagirre, Bahrain Merida, 24 über den Zielstrich. Spitzenreiter Richie Porte, BMC Racing, Australien, baute nach einer Attacke am letzten Berg als Sechster seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf die beiden Niederländer Wilco Kelderman und Sam Omen, beide Team Sunweb, auf jeweils 32 Sekunden aus. Simon Geschke, Sunweb, landete mit 1 Uhr 45 Minuten Rückstand als bester Deutscher auf Rang 42. In der Gesamtwertung belegt er den 46. Platz. 14 Uhr 16 Minuten, härtetest für die Tour de France mit dem Fuhrkapass 2429 Meter sowie dem Klausenpass 1948 Meter und dem Anstieg auf der Zielstrecke hielt dieser Durchgang der Schweiz-Rundfahrt besondere Herausforderungen für die Fahrer bereit. Neben dem Kriterium Du Dauphine gilt die Tour de Suisse als wichtigster Härtetest für die Tour de France. Punkt. Sie endet am Samstag nach 9 Teilstücken mit einem Zeitfahren in Bellinzona.